Wenn wir Biografien über die Archonten schreiben, bezeichnen wir sie häufig als Exarchen in den Entwicklungsjahren vor ihrer Blütezeit. Offiziell soll Kyros aber den Archontentitel verleihen. Sich selbst zu ernennen ist ein ziemlicher Fauxpas. Das war auch genau der Grund, weshalb Jade darauf bestand, sich selbst die Archontin der Gezeiten zu nennen. Sie brauchte nicht Kyros Zustimmung, um den Titel zu tragen, den sie verdient hatte. Und ich weiß, dass sie es liebte, Kyros mit ihrer Zuwiderhandlung zu verärgern. Ich habe viele der Archonten... Ja, das kennen wir schon. Wie wird eigentlich ein Archont geboren oder aufgezogen? Ich glaube, wir alle träumen davon, eines Tages aufzuwachen und ein Archont zu sein. Angesichts dessen, dass einige Wahnsinnige und Idioten mystische Größe unter Beweis gestellt haben, kann es manchmal ungerecht erscheinen, dass dies dem Rest von uns unmöglich ist. Ich kann mit Sicherheit behaupten, dass Archonten nicht geboren, sondern zu Archonten gemacht werden. Grave and Ash ist hierfür ein gutes Beispiel. Bevor er Archont des Krieges wurde, war er ein erfolgreicher Kommandant, dessen Siege immer wagemutiger und ruhmreicher als die vorherigen wurden. Irgendwann nahm seine Führung dann mystische Züge an. Der Grave and Ash, wie wir ihn heute kennen, kann seinen weit entfernten Soldaten eine helfende Hand reichen und sie vor Schaden bewahren. Aber vielleicht konnte er anfangs nur diese in seiner Nähe beschützen. Ich weiß es nicht genau, aber alle Augenzeugen belegen, dass er diese Macht nicht sein ganzes Leben gehabt hat. Da hatte er wirklich Glück. Ich kann mich an keinen Moment erinnern, an dem mich diese Macht nicht plagte. Ach, die arme Sirene. Wirklich faszinierend. Bei manchen ist es also eine lebenslange Qualität. Nun ja, wenn es einfach wäre, sich aus diesen Dingen einen Reim zu machen, wäre es nicht akademisch. Ja, reden wir. Ups. Reden wir über was anderes. And I'd be happy to oblige. Ever since the fall of the Vellum Citadel, it is hard to find someone with whom I can discuss such things. Ja, den Rest nehmen wir dann das nächste Mal. I am nothing if not a semi-reliable font of knowledge. What did you want to discuss? Über dich haben wir genug. Arkane Angelegenheiten müssen wir das nächste Mal weiterfragen. Man sagt sich weise, würden so allerlei wissen. I know everything, except for who's been saying that. What's on your mind? Reden wir fürs Erste. Ja, so, holen wir Landry mal in die Gruppe. I will meet you at the Spire. So, Landry. Sie ist auch als... Ah, Lyra ist immer noch 12. Gut, dann mal wieder runter von hier. Und zwar in die Runenhalle. Denn wir haben ja hier noch genug Orte, wo wir uns umgucken können. Ich will erstmal die... gucken, ob ich hier alles so, clearen kann. Natürlich ist aber auch ein gutes Stück vom Level ab. So wie Tötet im Schatten auch. Ich wüsste halt gern, wie ich Lyra ein bisschen hochpushen könnte. So, hier ist ein Secret. Rasthäute, die wir nicht brauchen. Auch gut. Alles andere hier kennen wir ja bereits. Was liegt hier? Auch Rastvorräte, die wir nicht brauchen. Das hier haben wir ja alles kaputt gemacht, genau. Reputation, ach ja, Landry. Oh, ist schon ziemlich hoch. Ich müsste bei Lyra die Furcht auf Maximum bringen. Sie ist nämlich die einzige, bei der ich so hoch bin. Und das eigentlich auch nur fürs Achievement. Ich habe aber normalerweise lieber loyale Leute als ängstliche Leute.
Weil die Loyalen neigen einem nicht so leicht dazu, einen zu verraten. Die Ängstlichen schon. So. Das hier haben wir alles richtig gemacht. Ja, da ist zum Beispiel so ein Ding, was Landry untersuchen könnte. Wo bin ich jetzt eigentlich wieder? Ach, immer noch dort. Das war falsch. Oh, hi. Trouble is afoot. Und ich finde mit dem Speer sieht Beric ziemlich gut aus. Sag bloß. Laundry hat gerade eins. In die Weichteile gekriegt, weil er von seinen Kindern geredet hat. Do you have eyes on this? I got it. Das ist schön. So, Rune studieren. Ein Sigil des chaotischen Niedergangs. Das ist eine neue Formrune. Zufällige Ziele in einem kreisförmigen Gebiet. Das heißt, wenn ich... Säureregen. Ah ja. Reichweite 8 Meter, 8 Geschosse. Gegner verglichen mit Ausdauer für bla bla bla, beeinträchtigt, vergiftet. Mhm. Okay. Schlund der Erde. Das ist auch nicht schlecht. Ich muss auf jeden Fall mein Wissen mal auf 100 pumpen. Also ja, eine coole Rune, die wir da schon mal gefunden haben in dem Raum. Hier hatten wir den Schmied gefunden. Hier ist auch nichts mehr. Hier drin sind noch zwei Geistergefängnisse. Das? Naja, die beiden gehen nicht auf. Auch gut. Da waren nur noch Rastvorräte drin. Sigil der zyklischen Energien, das ist hier. Oh, cool, das ist schon Stufe 3. Abklingzeit von Zaubern. Der Zauber da zum Beispiel. Könnten wir leider noch nicht benutzen. Das wäre nämlich übel. Das wäre wirklich mächtig. Auf wie viel wird dann die Ablenkzeit? Auf 15 Sekunden. Right. Das ist wirklich cool schon mal. Das war nur die Rune, gell? Die rote nimmt er nicht. Ne, die blaue würde er noch nehmen. Ja, das sind die nicht erreichbaren Räume. Das heißt, wir gucken uns noch im letzten Gebiet um.
Und dann müssen wir halt wieder durch die Ruinen abhauen. Weil ich möchte nicht unbedingt. So, hier ist alles im Eimer. Das ist ja schon mal alles okay. Da fließt das stinkende Wasser. Aus dem Gully raus. Hier waren wir, glaube ich, auch nur Rastvorräte. Was kann ich hier eigentlich alles einlegen? So, da passt nur das. Ich bin eher gespannter hier drauf. Das passt nicht, das war klar. Ja, das ist der Knopf hier. On it. Kommt ihr gleich raus? Ja, kommt ihr. Heads up, we have company. Ugh, a new dent. Das ist allerdings jetzt nicht so heftig. So. Dies scheint der Leichnam eines schlecht verkleideten Hordenmitglieds zu sein. Was macht der scharlachrote Chor bitte hier noch drin? Und Neidrank. Okay. Dann lösen wir jetzt noch die andere Geisterfalle aus. Ein Hauch und noch ein Hauch. Consider it done. That one. Sturmrad. Einmal pro Rast. Ist es eine Artefaktfähigkeit? Ja. Na komm, helfen wir mal etwas mit Zaubern nach, dann geht das auch schneller. Fall before me. Lose more than five fingers. So, was haben wir hier? Sigil der Stärke, Stufe 4. Okay. Ja, damit könnte ich theoretisch den Zauber da böse verstärken. So dass ihn wieder keiner benutzen könnte. I got it. So, das war das hier. I got it. Hier unten wüsste ich nicht, was man noch ändern könnte. Right. Hier ebenso wenig. Yes. Da drin waren wir auch schon und haben die Rastvorräte mitgenommen. Obwohl, die sind ja hier in dem Kronleuchter. Also Rastvorräte braucht man eigentlich fast nicht kaufen. Das Spiel wirft einen damit zu. Und vor allem jetzt, wo Wunden nicht mehr so schlimm sind. Außer sie sind, ist es nur bei Tötet im Schatten der Fall. Aber nö.
Bei allen anderen ist es jetzt auch so. Was bei der alles aktiv ist.